Willkommen bei der Food Show und heute habe ich für euch Ferrero Ronda, Ronja. Ich spreche jetzt jedes Mal falsch aus. Es ist das Ferrero Rocher in Dunkel. So finde ich es für mich immer am einfachsten. Es ist eine einzigartige Komposition aus Zartbitterschokolade und einer dunklen Perle für ein unvergessliches Geschmackserlebnis. So steht es hinten drauf. So sage ich es jetzt auch noch. Dann brauche ich das Wort nicht nochmal aussprechen. Kalorien habt ihr hier 555 auf 100 Gramm. Es ist eine feine Praline mit zarter Kakaocreme 40,5%, einer Waffe 6%, einem Schokoladenkern 11% und das aus Halbbitterschokolade, Zartbitter, was ich sehr, sehr geil finde, weil ich einfach ein Zartbitter-Fan bin. Ich mag einfach diesen intensiven Schokoladengeschmack. Ja. 14 Stück sind hier drin. Wo habe ich die her? Ich habe die bei Lidl gekauft. Bei Lidl waren die nämlich gerade im Angebot. Da standen die vorne an der Kasse. 138 Gramm sind hier drin. Ja, und es ist sozusagen auch ein Comeback. Die gab es ja schon mal. Das ist jetzt nichts wirklich, wo man sagen würde, die sind neu. Die gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die es schon gibt. Aber die waren jetzt lange Zeit einfach aus dem Sortiment komplett raus. Also glaube ich, 2018 gab es sie gar nicht. Jetzt 2019 jetzt zum Ende. Also fast 2 Jahre Pause, vielleicht sogar länger. Aber ich wollte sie auf jeden Fall auf YouTube auch mal zeigen, da ich sie schon damals sehr mochte, als sie halt da waren. Da hatte ich aber noch kein YouTube gemacht. Wir gehen aber jetzt in die Nahaufnahme. Ihr guckt euch einmal so eine Perle von außen an, von innen. Wundert euch nicht, dass die eine Perle so einen leichten weißen Schimmer hat. Das ist die Milchfüllung, die um die Waffel drumherum war. Also innen drin ist der Kern wirklich noch dunkel. Und dann probieren wir sie nochmal. Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, und hier sind sie. Ferrero Ronda oder Ronda. Ich spreche sie jedes Mal falsch aus. Das wird, glaube ich, immer so bleiben. Aber hier sind sie. Das ist also so eine Perle. Von außen sind die wirklich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Und so sehen sie von innen halt aus. Ihr seht da halt diese Nuss im Inneren. Da ist jetzt ein bisschen was abgeblättert. Aber ihr seht diesen Knuspermantel. Da ist auch ordentlich Creme drin. Der eine ist mir gerade umgefallen. Da seht ihr, da wäre die eine Nuss mit drin gewesen. Dann warum wäre die jetzt nicht so ganz weiß? Ja, wir drehen noch einmal um, damit ihr die Zutaten und die Nährwerte nochmal lesen könnt. So, die seht ihr jetzt. Drückt wie immer Pause. Und jetzt probieren wir sie, ob sie immer noch so schmecken wie damals. Aber sie waren damals schon der Hit. So, wir sind zurück. Und jetzt werden sie probiert. Ich bin gespannt. Was können die Ferrero-Dinger? Schmecken sie noch so wie früher? Das war ja die Perle, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Die war ja noch verschlossen. Ja, und hier ist die offene. Und jetzt probiere ich sie das ganze Stück natürlich direkt. Du hast richtig schön viel Schokolade. Ich habe ja vor mir gerade noch ein Bild offen, das muss ich gerade mal wegmachen. Also das ist richtig schön dunkle, intensive, Zartbitterschokolade. Die schmeckst du einfach, dass sie da ist. Es knuspert. Ist einfach wirklich lecker. Man muss Zartbitterschokolade mögen. Das ist das Wichtige, weil ohne sonst habt ihr keinen Spaß dran. Aber es ist einfach ein schönes, intensives Schokoerlebnis. Also wenn wer schön auf Schokolade steht, die wirklich intensiv ist, da bist du auch nach nur einer an sich schon zufrieden. Also ich habe jetzt gerade kein Bedürfnis, eine zweite direkt zu essen, weil es dir wirklich so diesen kompletten Schokoladen ja, Kick einfach gibt. Punktemäßig. Geht zu mir, 4 von 5 Punkten. Ich finde es immer noch lecker. Könnte vielleicht noch irgendwas noch mehr Besonderes dran sein. Vielleicht ist es mir, also es ist schon sehr, sehr bitter im Abgang. Ich finde das gut. Das wird aber, glaube ich, nicht jedem gefallen. Aber das könnte, wenn es noch irgendwas anderes dabei wäre, vielleicht noch richtig, richtig, noch geiler sein. Aber auf jeden Fall 4 von 5 Punkte ist es mir wert. Ich sage jetzt schon danke fürs Zuschauen. Ihr bekommt sie ab sofort im Handel. Wie lange sie im Handel sind, wissen wir leider nicht, ob sie jetzt länger bleiben, ob sie wieder nur limitiert sind. Schlagt zu, wenn ihr sie seht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Daumen nach oben, Glocke an, Abo hier, Abo da. Gerne eins dieser beiden anderen Videos schauen. Und wir sehen uns in eins der nächsten Videos bei der Food Show. Ciao, euer Bob.